Hey Leute, ich bin's wieder. Ja, wir haben jetzt gerade so einen richtig schönen Strahl. Und ich auch. Und dann mache ich dann immer gleich weiter. Also, die Idee ist, dass ich die nächste Landkarte vorstelle. Und zwar die Landkarte des Seins. Also jetzt kommt wieder dieses, ich fand es immer als komisches Wort, ja. Seinszustand. Was soll das eigentlich sein? Geht schon gut los, diese Wörter. Ich meine, ja klar, so in dieser spirituell-energetischen Welt geht es immer, ja, wer willst du sein? Wer bist du? Dann gucken wir mal, wie wir das mal anschauen können. Ich versuche das mal aufzuzeichnen, Seinszustand, okay? Vielleicht hast du schon mal was von der Unendlichkeitsschleife gehört, der sogenannten Lemniskarte, die liegende 8. Ich versuche jetzt mal eine hier zu zeichnen. Ja, ne? Hat ein bisschen geklappt. Gut, sagen wir mal, das gibt es auch hier bei uns. Ja? Dann haben wir hier zwei Sachen, die irgendwie ineinander greifen. Die hören ja nicht auf. Die haben auch wieder keinen Anfang und kein Ende. Also die Unendlichkeit. Cool. Einfach die Unendlichkeit aus Papier gemalt. Also ganz. Müssen wir mal gucken, was das ist. Wir haben trotzdem, wir leben in einer Welt, die zwei Sachen hat. Ja? Die eine Sache male ich jetzt mal so. Bisschen anders. Farblich. Die male ich jetzt mal so grünlich. Ja? Und die andere male ich mal mit einer anderen Farbe. Aber wieso zwei? Wir leben immer noch momentan jetzt auf im Jahr 2017, glauben wir an Dualität. Ja? Und hier haben wir sie wieder. Also sie taucht ja überall auf. Yin, Yang, Schwarz, Weiß, Bla, Bla, Mann, Frau. Ja, immer gibt es irgendwie zwei. Und was sagt jetzt diese zwei hier für uns auf der Landkarte aus? Eine Landkarte zeigt uns ja irgendwie wieder den Weg. Ne? Wo stehe ich denn jetzt? Stehe ich da oder stehe ich da? Aber erstmal muss ich sehen, was ist da und was ist da. Sagen wir mal, ich sage jetzt mal, hier ist der Spirit zu finden. Ich nehme es jetzt mal so, also oder Energie, wie immer du das nennen willst. Und hier, das Grüne ist dann die Physis. Dieser erdige, feste Anteil, ne? Wo wir hier auf der Erde wohnen, alles Materie ist. Und hier gibt es keine Materie. Aber trotzdem ist beides da. So, und was soll das jetzt? Also es kann sein, dass wir gar nicht wissen, wo wir uns da aufhalten. Und wenn wir nicht wissen, wo wir uns gerade auch hier aufhalten, wird es auch nicht ganz so easy in unserem Leben. Ne? Weil ich stelle fest, manchmal sind die Menschen zu viel hier, dann kriegen sie kein Bein auf die Erde, ja? Können nichts materialisieren, wissen aber auch gar nicht warum. Manchmal sind sie zu viel hier, zu fest verankert, haben keinen Spirit dabei. Und dann geht es ihnen ja auch nicht, ne? Also brauchen wir anscheinend doch beides. Und wie schaffen wir das jetzt? Na, indem wir ins Sein kommen. Sehr witzig. Wo soll das jetzt also hier stattfinden? Hast du eine Idee? Richtig. Hier. Hier in der Mitte treffen wir uns. Mitte, Mitte. Hier, genau wo die sich treffen. Wo die beiden hier zusammentreffen. Da haben wir den Seinszustand. Wenn wir also eine Verbindung haben zwischen Himmel und Erde. Ja, und das ist der Punkt. Da kannst du hingehen, wenn du willst.
Das ist immer die freie Wahl. Muss nicht. Kannst auch hin und her schaukeln. Braucht aber wahnsinnig viel Energie. Eigentlich zu fast unsere ganze Lebenskraft, dauernd hin und her zu schaukeln. Oder uns festgebissen an einer Seite zu haben. Weil es gibt ja auch so diese Sachen wie goldene Mitte, den goldenen Schnitt und so weiter. Also ich würde mal sagen, da ist er zu finden. Und da weißt du auch, wer du sein willst, was du tun willst, was du haben willst im Leben und wie du dazu kommst. Das zeige ich dir. Ich freue mich auf dich. www.energiezentrumlife.de oder ruf mich einfach an 089 122 96485. Tschüss!